Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute berechne ich auf wwf.de meinen CO2-Fußabdruck. Hier hat es 35 Fragen zum Alltag, die man beantworten muss, um den CO2-Fußabdruck zu berechnen. Welchen Anteil hat saisonales Obst und Gemüse an ihren Gesamteinkäufen von Obst und Gemüse? Also ich würde sagen, fast all mein Kaufs Obst und Gemüse ist einheimisch saisonal. Wie oft trinken bzw. essen Milch und Milchprodukte wie Käse, Butter und Sahne? Da habe ich weniger als einmal pro Woche bzw. nie. Wie oft essen Sie Eier oder Lebensmittel, die Eier enthalten? Weniger als einmal pro Woche. Wie oft essen Sie Nahrungsmittel, die Fleisch oder Fisch enthalten? Weniger als einmal pro Woche bzw. nie. Welchen Anteil haben Leitprodukte Bio, MSC, Federn in Ihren Einkäufen? Bei mir ist das etwa die Hälfte. Wie häufig werden Sie Lebensmittel, die verdorben oder abgelaufen sind? Sozusagen nie. Wie viele Kilometer legen Sie jährlich privat per Auto oder Motorrad zurück? Als Fahrerin oder als Beifahrer? Und so, ich würde sagen, etwa 2000 bis 9000 Kilometer. Oder eher weniger als 2000 Kilometer. Wie viele Kilometer legen Sie zuerst mit öffentlichem Zug? Und so im Schnitt weniger als 60 Kilometer, weil ich hauptsächlich von zu Hause arbeite. Wie viele Stunden reisten Sie über die letzten 5 Jahre gesehen durchschnittlich pro Jahr für private Zwecke im Flugzeug? Ich bin noch nie geflogen. Wie viele Tage verbrachen Sie in den letzten 5 Jahren durchschnittlich auf einer Kreuzfahrt? Ich war noch nie auf einer Kreuzfahrt. Womit wird Ihr Zuhause im Winter hauptsächlich beheizt? Ich konnte nicht herausfinden, mit was geheizt wird, aber ich habe die Heizung bei mir abgeschalten, weil es bei mir auch ohne Heizung 22 Grad ist. Welcher Standard entspricht Ihr Wohnhaus? Und so, ich würde sagen, es ist schon ein bisschen älter, aber wurde wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren mal saniert. Dann nehme ich das hier. Wie groß ist die Wohnung Ihr Haus? Ich habe kleiner als 30 Quadratmeter. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Ich lebe alleine. Auf wie viel Grad heizen Sie zu Hause? Bei mir ist es etwa 21 Grad. In welchem Haus wohnen Sie? Mehrfamilienhaus. Sind Sie Eigentümer der Wohnung oder des Hauses, in dessen Wohnung? Ich bin Mieter. Wie bereiten Sie Ihr Warmwasser auf? Das weiß ich auch nicht. Welche Effizienzgraden haben Ihre Beleuchtung und Ihre großen Haushaltsgeräte im Kühlgefrier? Also das weiß ich auch nicht genau, aber sie sind sicher weniger als 10 Jahre alt. Welche Kühlgefrier haben Sie? Ein Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach. Wie wäscht ihr Ihre Wäsche hauptsächlich? Und so, ich wasche einmal pro Woche auf 60 Grad und nehme daher das hier unten. Wie trocknen Sie Ihre Wäsche an der Wäscheleine? Wie viel geben Sie monatlich für Kleider und Schuhe aus? Meine Ausgaben betragen weniger als 20 Euro pro Monat, würde ich schon sagen. Wie viel geben Sie monatlich für Freizeit und Kultur aus? Heißt weniger als 40 Euro pro Monat. Wie viel geben Sie monatlich für Möbel und Haushaltsgeräte aus? Und ich würde sagen weniger als 30 Euro pro Monat. Wie viel Geld geben Sie monatlich für Essen, Restaurants, Kantinen und Essen zum Mitnehmen sowie für außergewöhnliche Übernachtungen aus? Ich würde sagen etwa 70 Euro pro Monat. Ihr persönlicher Footprint. Sehr gut. Sie sind ein relatives Leichtgewicht für unseren Planeten. Ihren Fußabdruck und den von uns an können Sie weiter verkleinern, indem Sie sich politisch für Klimaschutz engagieren. So können auch die Belastungen durch öffentliche Infrastrukturen, die Energieversorgung und die Infrastruktur gesenkt werden. Herzlichen Dank und weiter so. Ich habe einen Wert von 5,81 Tonnen CO2. Der deutsche Durchschnitt ist 12,36 Tonnen, der weltweite Durchschnitt 7,41 Tonnen. Und für die gesamte Welt, um so vorbildlich leben, braucht man 1,41 Planeten.